glaube, wir dürfen auch die ganze Religion nicht immer so todernst nehmen. Ja. Ich bin überzeugt, der Herrgott hat viel Humor. Dass der oft runtergrinst, was wir alles machen, was wir alles für wichtig halten. Da rauft er sich die Haare und sagt, Herrschaft noch einmal, so habe ich doch das nicht gemeint. Aber ihr nehmt es so ernst und ihr meint immer wieder, ihr, das sei das Wichtigste der Welt. Und ich würde gerade da auch sagen, die Botschaft der Versöhnung, nur die hilft weiter. Ja, und sich selbst auch nicht immer so ernst und wichtig nehmen. Ja, man kann über sich lachen. Also. Ja, also ich habe mal meinen alten Prior gefragt gehabt, das ist der zweite Mann im Kloster, der war 38 Jahre unter vier Äbten, hat der da seinen Dienst geleistet, das ist ja auch nicht einfach. Dann habe ich gefragt, wie hast du denn alles überstanden? Dann hat er gesagt, erstens habe ich immer die anderen geärgert, nie mich selber, das sei halt gesünder. Das habe ich mal irgendwo erzählt, da bekam ich gleich wieder den moralischen Appell, das sei doch völlig unmoralisch, andere zu ärgern. Hat die Ironie nicht gehört. Ja. Und dann zweitens hat er gesagt, nehmen Sie ja nichts ernst auf dieser Welt, vor allen Dingen sich selber nicht. Aber man hat ja schon das Gefühl, gerade durch die Hierarchien der katholischen Kirche, dass es für manche Vertreter der katholischen Kirche sehr wichtig ist, welche Position sie begleiten. Ja, sicher. Also, die und müssen eigentlich da kann ich nur drüber schmunzeln. Okay. Sei diese armen Hunde, die brauchen das. So wie auch andere ihre Karriere brauchen. Sei, wenn du das brauchst, bist ein armer Hund. Denn dann hängt dann dein Ich an Äußeren. Dann hängt dein Ich am roten Käppi oder dann hängt dein Ich am Titel. Aber weißt da du, können Sie noch was lernen dann. Ja, aber weißt du nicht, das sage ich mir immer, das bleibt alles, wenn du mal unten bist, unter der Erde, das bleibt alles oben hängen. Entweder spätestens noch vielleicht der Titel auf dem Grabstein, aber der vergeht auch wieder nach 25 Jahren. Ja, und wie ich das von den letzten beiden Päpsten vernommen habe, wollen die ja nicht ins Amt drängen, sondern sie sehen sich dann eben gerufen in dieses Amt und machen es. Aber nicht, weil sie dringend das für sich jetzt bräuchten. Nein. Also der Franziskus hat es nicht wollen. Aber bei mir war es ähnlich. Ich habe noch nie das getan, was ich eigentlich tun wollte. Wie sind Sie dann da? Sie haben den Ruf gespürt oder wie sagen Sie es? Ja, wenn ich gewählt werde und ich muss mir sagen, ich bin hier zwischen Skylla und Charybdis. Na, bleibt einem nichts anderes übrig, als aus Verantwortung Ja zu sagen. Ja. Und dann mache ich es halt. Und dann habe ich mir immer gesagt, wenn ich was zu etwas Ja sage, mache ich es so, dass ich meine Freude dabei habe. Und am Schluss immer sogar so viel Freude, dass die Leute sagen, der hat noch nie was anderes gewollt. Und dann grinse ich mir eins ins Fäustchen. Was wäre denn in der heutigen Zeit so das, was Sie den Menschen sagen, die fern sind der katholischen Kirche? Haben Sie da eine Botschaft? Oder ihr seid von Gott nicht vergessen, auch wenn ihr nicht in der Kirche seid. Ich würde... Ihr seid weiterhin von Gott geliebt. Da stecken ja oft ganz große Geschichten dahinter, weshalb jemand nicht mehr glaubt. Die Enttäuschungen irgendwelcher Art, menschlicher Art, durch einen Pfarrer oder durch andere Christen oder durch überzogene Erwartungen auch an die Kirche. Also da könnte man sehr viel bringen. Und zum Beispiel auch, wenn es geht, warum lässt Gott das und das zu? Ja, das macht halt der Assad oder der Trump. Da kann Gott doch, wieso mache ich jetzt da wieder Gott verantwortlich? Wieso mache ich Gott verantwortlich, wenn der Hitler da, den wir ja gewählt haben, er hat unser deutsches Volk gewählt. Und viele wussten, was läuft. Bei Gott. Ja, jemand ist, der die Freiheit der Menschen... Eben, das, ist das ja war die Art, das Risiko, das Gott das ist das Risiko. Ist, ja. Und das ist ja auch die Liebe, wie ich sie verstehe, untereinander. Ja. Die Freiheit, sich auch zu verirren. Ja, ja. Das ist es. Das kommt am schönsten zum Ausdruck in dem Gleichnis
vom verlorenen Sohn. Ja. Der Vater, der den Sohn loslässt und gleich weiß, dass er in die Irre geht. Aber wollen Sie es erzählen für die, die es nicht kennen? Ja, als der Petrus Jesus fragt, sag mal, wie oft soll man vergeben? Bis zu 7-mal. Nee, sagt Jesus, 7-mal, 70-mal. Und dann erzählte er ihnen folgendes Gleichnis.